Moin, liebe Leute, ich bin Dirk von Charmonia. Und als ihr das von Charmonia kennt, mein Hobby ist die plattdeutsche Parodie. Nun gibt es ja die deutsche Leitkultur. Mit Goethe und Schiller war das im Fall von Snack. Nur Goethe und Schiller, das ist lang her. Das gibt eine Masse ole plattdeutsche Dichtersleute, die Goethe und Schiller auch mal plattmarkt habt in der Parodie. Da gibt es die Glocke, da gibt es die Lorelei, da gibt es den Erlkönig. Und nu gibt es auch den Zauberlehrling. Goethes Zauberlehrling in der plattdeutsche Parodie von Dirk Krause. Und das werden wir doch gleich mal auf die Bühne bringen. Mal sehen, wer die Leute sieht. Jetzt gibt es den Zauberlehrling. Das ist die Töberstift, heißt die denn. Goethes Zauberlehrling. Sehr reale Hexenmeister, jung. Ich guck mal eben aus dat. Aber wenn ich wiederkomme, guck ich ganz gewiss ein Bad. Als du weißt, da lebt kein Wort. Regen könnte ich nicht betäuben. Denn so musst du mit einem anderen so das Wort holen. Kuhm, Herr Heidel, eben sagt, geift ein Knall und Heidel. Das hat mich gerade jetzt noch fehlt. Bin allein, er freie Baum und kriegt von einem alten Zausel noch 5 Stunden was verdauen. Ha, in der Tiet gern was tövet, was ihr euch nicht kontrolliert. Von Verborgen ins Wolkenkrachen dött und das mal probiert. Und nun schläf ich mit dem Ammer von einem Sohn mit nach die Wangen und ich mag nur 3 Mal loben, weil ich nur nicht mehr kann. Was hab ich so lernt von Hexen? Hab ich kaum überlegt. Wie macht das der Ole Meister? Kein macht dann seine Arbeit kriegt. Tja, der hat sich noch ein bisschen danach eine Arbeit kriegt. Aufs Mann, der Töversbruch für den Fäge ist nicht Licht. Wer so was mit Walle, Walle, und bevor er irgendwas da hat, brummt die besser in den Riegel, kommt und knapp und klar Bescheid. Und so sitte ich hier in düstern und strengen Brägen an, einen Spruch und tauchler Müste, dass er Worte prägen kann. Walle, Walle, ohne dessen, gar noch ein Sohn mit Name, hol das Worte für die Wannen in dein Meisters Ordekammer. Gar nicht schlecht mit Höverriegel, wird noch sein, wie es funktioniert. Komm, euer Stubenbürst, das wird nichts mehr umprobiert. Nehmt am besten den Min Hangen und sich mit einem Spruch empfört, Zung, da was im Arm und Fried und halt fähig, halt in die Tür. Doch er kommt da überhaupt nicht fähig, wenn du das bist. Tut nicht lang, da kommt Herr Wedde mit einem Arm in den Hang und dann rückt die unter den Letter und dann schwupps rinnt in die Wanne. Und so fähigt Herr Hen und her, oh, der Nächsten und der Dritten und ich sei bloß ein Trabbeln und wir bauen das Wort. Das ist herrlich an Türkiken. Heiß bin, heiß Puken, hin und her und rücken nach oben, aber ich kriege den Kuchen nun. Wie ich im Tambuk herkrieg, muss ich langsam überlegen. War die Besten nicht mehr Blut, was täte die Meister singen? Walle, Walle, sag ich also, dreh ich kein Wort mehr rum. Aber es hätte nichts geholfen, denn die Besten hört nicht auf. Walle, Walle, ohne Besten hören nur mit Wortesläten. Komm mal ruhig in die Nächte, schall dir ein Dorslach drehen. Je me suis de Geidisbuk. Schien die Besten kann ich hören. Worte von den Börnen lobt nur all durch alle Türen. Jetzt komm ich mir nur bremsen. Worte steigt mir an die Knien. Hören an Hulen und an Jammen. Kann nur noch nach Meister schreien. Meister, Meister, hör nun rum, Meister, Meister, hör und komm, ich kann die mir nicht mehr helfen von meinen eigenen Wolkenkram. Gott sei Dank, da kommt die Zausel, Gott sei Dank, der Heigau hört. Meister, bitte mach ein Ende, die Magie, die wär verkehrt. Er lauf, sagt der Meister. Bloß dein Spruch noch hin, verdreht und die Ole Düvels bestens mit an Arme weg und steigt.
nur das Ruhr. Wir kriegten hier, keiner will nur noch mehr baden. Ah, ein Zwömmtje, kreuz und quer, Gott verdammt, ich wann schauen. Ob mal kriegt die Olle Krien, kriegt mich an und sagt, mein Junge, nu kriegt wir einen Leinkartenbau von der Versicherung.